ich stehe jetzt hier am ersten Tatort und auch einen Tag nach der schrecklichen Tat werden immer mehr schlimme, grauenhafte Details bekannt von dem schrecklichen Amoklauf. Neben mir steht ein Zeuge, Peter Minnemann. Er ist 18 Jahre alt. Er war zur Tatzeit in der Arena-Bar und hat alles hautnah miterlebt. Herr Minnemann, können Sie uns kurz schildern, wie die Tat abgelaufen ist? Was haben Sie gemacht in der Bar? Ich kam vom Boxtraining in Kesselstadt und wollte ganz normal zu den Jungs gehen, bin ich auch gegangen in die Arena-Bar. Der Sida war mit mir, der ist vorher gegangen, dies, das, wir haben gechillt, Fußball geguckt. Da haben wir uns Essen bestellt, die anderen haben gegessen, ich habe mir auch eine Pizza um die Ecke bestellt. Ich habe gerade meine Pizza geholt, dann haben wir Schüsse gehört vor der Tür. Und wir haben uns nichts dabei gedacht. Wir haben gedacht, das ist eine Schreckschusswaffe oder so. Oder was weiß ich, Silvesterknaller, Knaller, irgendwas. Dann kam der Mann rein. Der kam in Kiosk, ich habe sein Gesicht gesehen. Er kam in Kiosk, ohne was zu sagen, hat er einfach angefangen zu schießen. Die Leute im Kiosk, Ferrat, Gogo, Mercedes, alle hat er erschossen. Und dann kam er zu uns. Ich wollte es immer noch nicht glauben. Ich habe immer noch gedacht, das wäre irgendeine billige Spielzeugpistole oder so. Dann hat er geschossen, den ersten in den Kopf. Er ist umgefallen. Wir sind alle hinter den Tresen gesprungen, auf einen Haufen. Einer hat sich auf den anderen geworfen. Der Momo hat einen Schuss in die Schulter bekommen. Ich habe mich auf den Momo draufgeworfen. Irgendjemand war, glaube ich, auf mir. Ich weiß auch nicht, ob er sich rübergeragt hat und das Magazin leer geschossen hat, aber auf jeden Fall hat er 4, 5, 6, 7, 8 Schüsse. Und dann war alles leise. Und dann habe ich meine Augen aufgemacht. Ich habe gesehen, mir geht's gut. Ich habe mich abgetastet, mir ging's gut, alles war okay. Ich habe die Jungs gefragt, geht's euch gut? Der Momo hat gesagt, ja. Ich glaube aber, der wusste selber nicht, dass er angeschossen wurde in dem Moment, weil er hat die gleiche Jacke angehabt wie ich jetzt. Man hat das Blut nicht dadurch gesehen. Und dann der Etris, der hat gesagt, er wurde getroffen in den Hals. Der hat gesagt, ich wurde getroffen. Wir haben Krankenwagen angerufen. Die haben gesagt, halten Sie die Wunde zu. Der Momo hat die Wunde zugehalten. Er hat gesagt, sprich dein letztes Gebet. Ich bin dann aufgestanden und um die Ecke lag sein Bruder tot. Haben Sie... Sie haben gesagt, der Täter sei schon mal da gewesen. Ja. Der Momo hat mir gesagt, der Täter, der war vorher schon mal da. In der, vor der Arena war der, hat geguckt, was da abgeht, und dann sei er gegangen. Als ob nichts wäre. Vielen Dank, Herr Minnemann. Ich glaube, wir brechen ab jetzt auch. Die Emotionen sind immer noch so tief und das kann man natürlich verstehen, einen Tag nach dieser schrecklichen Tat. Und da werden jetzt noch weiter solche Details bekannt. Aber was man jetzt so langsam feststellen kann, auch durch Zeugenaussagen, dass der Täter offenbar wirklich in der Woche davor die Bar ausgespäht hat und die Tat offensichtlich minutiös geplant hat.